reagieren heute auf das Video. Frag eine Transfrau. Juliana Verfaller über Mobbing, Operation und Dating. Falls ich das falsch vorgelesen habe, tut es mir leid. Ich bin ein Analphabet. Ich brauche eine Augenoperation an der Stelle. Und ich bin gespannt, Digga. Ich muss wahrscheinlich aufpassen, was ich sage. Vorweg, ich habe nichts gegen Transgender. Ich habe den Dings. Ich finde es einfach nur interessant. Ich will wissen, was sie gefragt wurde und wie sie darauf reagiert. Liebe Grüße an die Community von Geschlechtsumwandlung und ja, Digga, schau ich mal. So, Handy weg. Mein Name ist Juliana Verfaller. Geboren wurde ich als Pascal. Ich war einer der ersten transsexuellen Kandidatinnen bei Germany's Next Topmodel. Oh, sie war bei Germany's Next Topmodel? Interessant, Digga. Hallo Juliana. Hoffelkopter möchte von dir wissen, wann hast du gemerkt, dass du kein Junge sein möchtest? Ich tippe auf 13, 14. So mitten in der Pubertät, denke ich mal. Ich habe das schon sehr früh gemerkt, etwa mit 4, 5 Jahren. Oh. Ich habe mich schon geschminkt und eben schon Mädchenklamotten angezogen. Das hat mir alles so gefallen und ich habe das geliebt. Ich wollte nicht mit den Jungssachen spielen. Ich habe sogar mir ein Handtuch auf den Kopf gesetzt und bin mit dem Handtuch in den Kindergarten gegangen. Weil ich unbedingt lange Haare haben wollte. Ich fand das schön und meine Mom hat mich auch machen lassen. Das fand ich toll. Ehrenmama an der Stelle! Als ich dann etwa so 7 war und mir klar geworden ist, dass ich eigentlich im falschen Körper geboren bin. Mit 7 und so schnell? Meine Mom gesagt habe, hat sie mir gesagt, dass sie das gespürt hat und gewusst hat. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Mit 7 ist ihr ein Stein vom Herzen? Das ist krass, Digga. Und sie hat dann gleich Ärzte aufgesucht, Therapeuten. What the fuck, so früh geht das? Wir haben den auch alle besucht während meiner Schulzeit. Ich war nicht so oft in der Schule, ich habe eher mehr Fehltage wie anwesend. Ja, wahrscheinlich, weil sie gemobbt wurde aufgrund ihrer Sexualität und sich Leute halt noch nicht so krass dran gewöhnt haben. Also mittlerweile muss ich sagen, es ist immer mehr, ich will nicht sagen, Trend ist jetzt ein falsches Wort, aber es wird immer mehr toleriert, Digga. Die Szene wird immer größer, die Leute sind immer offener, was das angeht. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Die Leute sollen machen, wie sie wollen. Wenn sie sich damit glücklich fühlen und dies fühlen, okay, sollen sie machen. Ganz einfach, Digga. Es bringt auch nichts zu diskutieren. Respektiert einfach jeden Menschen. Bosch will den. Sick dir den. Du weißt, ich meine? Hani, die tun uns nichts. Ganz einfach. Ganz einfach. Feldi, halt dich bedeckt. Digga, ich halt bin eh, bedeckt. Leute, erwartet von mir. Ich halt bin komplett bedeckt. Der falsche Mensch für Wir gucken weiter. Heiztage, weil ich halt auch damit beschäftigt war. Also meine Umwandlung hat mich einfach so, so in Anspruch genommen und da hatte ich einfach keinen Kopf für schulische Sachen. Claudi möchte von dir wissen, wurdest du als Kind gemobbt? Ja, safe, ja. Als Kind. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum sie nicht so oft zur Schule gegangen ist, nicht wegen diesem Prozess, aber das wird sie wahrscheinlich jetzt auch selber sagen. Ich halte meine Fresse, weiter geht's. Wurde ich wirklich sehr heftig gemobbt, also es sind Kinder, ich kann es denen jetzt nicht mehr vorwerfen, weil die wissen ja nicht wirklich, was sie da anrichten. Ich wurde geschlagen, geschupft, beleidigt. Keiner wollte irgendwie was mit mir zu tun haben, weil ich ja in ihren Augen anders war und ich hatte wenige Freunde. Ich habe sehr oft die Schule gewechselt, weil ich das dort einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil es sehr schlimm war. Ich habe von meiner Mutter jeden Morgen Geld bekommen für die Ehrenmutter an der Stelle. Hat die ihre Stimmbänder machen lassen? Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist, aber selbst die Stimme ist sehr feminin. Feminin, ja. Mensa. Und oder sie hat halt perfekt Dings. Weißt du, es gibt ja viele, die auch diese Stimme üben und so. Weil ich meine, wie die Rapper, wenn sie ihre Stimme verstellen und dann auf einmal so richtig krass ihre Stimme haben, weiß ich mir. Digga, ich will einfach nur diese 10 Minuten schon hinter mir bringen. Ich kauf damit, Digga. Um Freunde zu gewinnen, habe ich das Geld genommen und habe mir eben Freunde gekauft. Ehrenmann! Ehrenfrau! Ich ja keine hatte und das war so meine Möglichkeit, so an Freunde zu kommen. Insgeheim wusste ich, die nutzen mich nur aus, aber in dem Moment hat sich das sehr schön angefühlt, weil ich jemand um mich hatte. Just Cabo fragt sich, was hast du alles machen lassen? Was ich sehe, safe die Zähne, safe Nase, Haare, Wangen, Brüste und mehr sehen wir leider nicht. Aber was daran so witzig, verstehe ich nicht. Nichts. Was? Achso. So. Offensichtlich. War hardcore cringe und unlustig, aber egal. Offensichtlich habe ich meine Nase gemacht. Ja, wichtig. Und meine Lippen, die sind ein bisschen zu groß geraten, aber ich verspreche, ich mache nichts mehr daran. Ich habe meine Zähne gemacht. Mhm. Ohne Spaß, Digga. Also wenn ich einmal was an mir verändern wollen würde, sind meine Zähne zu richten.
Weil diese Lücke bockt sich irgendwie nicht mehr. Wie teuer ist sowas, weißt du es? Bruder, ich muss eh... Auch so weiß machen lassen. Nicht bock. Digga, meine Zähne sind so... Ohne Spaß, sorry, dass ich unterbreche, Bruder. Zähne sind das... Also sind einer der wichtigsten Sachen eines Menschen. Wichtig. Also du kannst sehr hässlich sein, aber ein Grinsen macht sehr viel aus. Also schöne Zähne machen echt sehr viel aus, Digga. Oder so, der, oder was das ist. Hat gute Zähne, Digga. Ja, lass an der mal. Stelle schreib mir in die Kommentare, wo deine Zähne machen lassen. Ich will auch mal erzählen. Ja, lass mal hier schreiben, Digga. Meine Brüste und natürlich die ganz große OP. Okay. Katharina Heinz fragt sich, was kostet eine Geschlechtsumwandlung? Boah, bin ich auch gespannt, Digga. Kommentare und Chat, was denkt ihr, wie teuer sowas ist? Ich denke, Minimum, ich denke nicht, dass die Versicherung das zahlt. Ich denke, lass mich nicht lügen, 10.000 safe. Ich denke mal so, wie ich das kenne, mein Glück, Krankenversicherung zahlt das. Ja, aber egal, aber was denkst du, was das sonst kostet? 50. Meinst du? Bruder, was hast du gesagt? 10.000. Was sind 10.000, Mann, aber du kriegst 2 Zähne dafür mit kompletten... Nicht Prozent. Zähne, wir reden von... Nein, ich sag doch, du kriegst 2 Zähne dafür gemacht. Achso. Ja, okay. Also, meine Geschlechtsumwandlung wurde von der Krankenkasse übernommen. Okay. Was es preislich kosten wird, das kann ich dir leider nicht beantworten. Warum nicht? Das ist das Interessanteste, was bei einem so einen Frag eine Transfrau dingst und du sagst es nicht. Hamburger Hänger fragt sich, was liebst du am Frausein und was nicht? Ich liebe es. Wenn Frauen nicht strapsen, den Club mit mir tanzen. Ich liebe es. Küche in den Chat! Zu schminken. Das ist mein Hobby. Ich liebe es. Schminken ist mein Hobby, Hobby! Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Es geht los, ey, es geht los. Mein Gehirn tut wieder weh. So, nur als Frau machen kannst, das ist ja heutzutage nicht mehr so. Du kannst ja auch dich als Mann schminken, aber das ist so... Für mich, Frau sein, lange Haare, Extensions, finde ich super. Ich liebe es, mich zu stylen, mich zu verändern, Klamotten zu tragen. Und natürlich jetzt auch dadurch, dass ich die geschlechtsangleichende Operation habe, ein Bikini anzuziehen und endlich ins Schwimmbad zu können. Vermisst du es im Stehen zu pinkeln? Boah, ey, wichtige Dings. Aber ich denke mal, dass sie immer schön fleißig auf dem Toiletten auf dem Pop gesessen hat, Digga. Nein, ich habe weder davor noch danach im Stehen Pipi gemacht. Ich habe mich immer hingesetzt. So. Wer hätte es gedacht, meine Damen und Herren? Und ich konnte mich selber auch nie anfassen. Okay, interessant. Außer draußen so, klar, ne? Aber sonst niemals. Digga. Das ist jetzt auch immer. Oder weder nach unten gucken. Das heißt, ich habe mich einfach hingesetzt und dann einfach gemacht und so. Yoji fragt sich, Yoji, auf welche Toilette gehst du? Hahaha! Ich denke mal, diese Frage ist von einem Kanaken gekommen. Ganz klar auf die Damentoilette. Und haben manche Frauen ein Problem damit? Hä, warum? Sieht aus wie eine Frau, Digga. Was ist das für ein scheiß Moderator, Digga? No Frontmann. Wieso sollten die ein Problem haben? Ich glaube, mir sieht man das jetzt nicht zu 100% an, dass ich mal... Ja, aber das wollte ich sagen. Das wollte ich auch gerade sagen. Bei ihr wird echt gefährlich. Echt schwer, Digga. Also, sie hat einen sehr guten Arzt gehabt. Kann man schon sagen, Chef. Jetzt verstehe ich diese Leute, die sagen, ey, Bro, flieg nicht nach Thailand oder Brasilien. Ja, das soll krank sein, ne? Vor allem... Die sagen, du siehst es wirklich. Man merkt es nicht, Digga. Also, sie hat ein bisschen Michaela Schäfer-Vibes. Irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, Chat. Bruder, wie soll man denn heutzutage Frauen kennenlernen? Amen, du lernst irgendwo eine Frau kennen, erstmal Ausweis schicken lassen, bis du 18 wirklich. Soll ich denn dann nächste Mal sagen, schick mal Bild von unten bitte? Durch die Scheibe Boxer möchte von dir wissen. Durch die Scheibe Boxer. Hast du einen neuen Pass? Oh. Ich habe einen neuen Pass. Ich habe sogar eine neue Geburtsurkunde. Es krank. Ist alles neu. Als würde. Digga, was? Aber warum eine neue Geburtsurkunde? Jetzt frage ich euch, ne? In Deutschland, egal was du machst, ist Dokumentenfälschung, ne? Zu der Geburt war sie doch ein Mann. Warum kriegt man dann eine neue Geburtsurkunde? Es ist ein bisschen kompliziert. Weiter geht's. Mein anderes Ich, also mein männliches Ich, nie existiert haben. Ich will das Abwehrerlebnis, fragt sich, wie wurde deine Vagina geformt? What the fuck, Digga? Was ist denn das für Cringe? Ah, ich glaube, da weiß ich eine Sache, ne? Was denn? Hör auf, jetzt über Vaginaform zu reden, Bro. Nein, nein, nicht das. Ich habe gehört einmal, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich ekel mich von solchen Themen, weißt du, ja? Dass aus der Eichel der Kitzler gemacht wird. What the fuck, Digga? Das ist ganz, 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 nein, ich mag's nicht, Digga. Es ist Cringe, verdammt. Also, ich kann es jetzt nicht perfekt erklären, aber, also, die Hoden werden auf jeden Fall entfernt und der Penis wird so nach innen gestäubt. Also... Nee. So. Frühlingsblume möchte von dir. Warte mal, hat die jetzt noch einen? Nein, nein. Ach so, wenn du davor so einen Baston hast, hast du den Baston in dir selber stecken oder was? Ja, irgendwie so wahrscheinlich, ja. Irgendwie so. Keine Ahnung. Digga, ich muss mir das mal später angucken, ja. Digga. Ich muss das sehr interessantes Thema. Kannst du ganz normal feucht werden?
Wieso fragt sie sich, also jetzt mal ehrlich, ne? Tamam, es sind ein paar unangenehme Fragen, aber du machst doch extra bei so einem Format mit, ja, und musst doch schon bewusst sein, dass solche Fragen kommen. Also, es ist echt ein bisschen cringe, Digga. Das ist so wie, keine Ahnung, zum Beispiel das Format, was ich jetzt mache. Ich stelle unangenehme Frage. Und dann kommt eine Person, die weiß, dass unangenehme Fragen gestellt werden, und sagt: Oh, das ist jetzt aber echt unangenehm. Ach, was? What the fuck? Ja! Kann ich gar nicht beantworten. Warum nicht? Ich hab unten noch nicht so viel Hand angelegt. Okay, okay, wir belassen das. Wir belassen das. Ja, ja. Oh, ich mag diese Drake's Dinge. Girl. Drake's Girl, let's go. Kannst du Kinder bekommen? Oh! Nein, die hat doch keine Gebärmutter. Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Keine Kinder bekommen, aber darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich würde gerne Kinder adoptieren. Wichtig. Fortnite-Skin fragt sich. Oh nein, da kann nur was Cringes kommen, Digga, von einem Fortnite-Skin-Nicknamen. Fühlt sich dein Orgasmus anders an als vorher? Oh, interessant. Wenn die jetzt darauf antwortet, ist sie die größte Blenderin. Also ich denke nicht, dass das... Die weiß nicht, ob die feucht werden kann, aber weiß dann... Ich bin mal gespannt. Also ich denke aber auch, falls es beantwortet, dass der Orgasmus gleich ist. Safe. Bin gespannt. Ich kann dir das gar nicht beantworten. Weil? Ja, ich habe schon sehr viele Hormone bekommen und... All diese jüngeren Kinder, ihr braucht euch jetzt gar nicht so als Ding zu... Oh nee, ich bin zu jung für den Scheiß. Ich weiß ganz genau, was der Le privat macht. Hört auf mit dem Scheiß, Digga. Hanni, ihr seid alles Experten in Snapchat, das heißt, ihr braucht mir gar nicht jetzt auf diese Kinder-Dings zu kommen. Walla. Testosteron-Blocker, so heißen die. Ja. Und kriegst du auch manchmal im Knast die Blocker, damit die nicht Testo produzieren und anfangen... Testo! Hab ich keine Erregung, keine Lust und... Das ist dann eigentlich so wie tot gewesen. Es hat nur noch so gehangen. Okay. Hat nichts. Also, nee, hab ich nicht. Okay. Jesus Walks fragt sich: Wollte mal jemand mit dir schlafen, nur weil du trans bist? Safe. Tatsächlich ja. Ich habe immer noch heutzutage auf Instagram Nachrichten, die fragen mich, ob ich noch einen Penis habe und ob ich mit denen schlafen würde für Geld. Also, man muss schon sagen, Digga, es gibt echt viele kranke Menschen da draußen. Also, auch wenn das jetzt für manche jetzt normal sein sollte, ich finde es crazy und krank, Digga. Also, dass man... Okay, guck, bevor wir jetzt hier in den Kommentaren oder generell irgendwas passieren sollte, ihr wisst doch, Digga, diese Community sind alle groß. Ich toleriere jeden und akzeptiere jeden so. Aber was ich damit sagen will, ist, ihr müsst echt aufpassen vor Menschen, Digga. Wenn ihr jüngere Geschwister habt, lasst sie nicht auf Snapchat so rumfrei hantieren, dies, das, weil es gibt sehr viele kranke Menschen, Digga, die oft, sie haben sehr viele komische Fetische. Letzte Zeit war doch diese Dings im Trend hier, diese Kinderbilder und sowas. Das ist so ekelhaft. Und dann gibt es Menschen, wie sie gerade geschildert hat, die sich ficken wollen und wissen wollen, ob die noch einen Schwanz hat und so. Es ist schon crazy, Digga. Es ist crazy, Bruder. Es ist crazy. Ich halte mich einfach bedeckt. Scheiß drauf. Und dann muss ich die leider enttäuschen und sage, ich habe keinen Penis und nein. Und dann sind die traurig und weinen. Schlafen. Gabriel fragt sich, gab es bei einem One-Night-Stand mal eine böse Überraschung? Okay. Ich hatte noch gar keinen One-Night-Stand. Lüge! Die ganze Zeit Lüge! Ja. Fände ich? Okay, krass. Ich hatte... Weder davor noch... Es ist nur ein One-Night-Stand, Bibi, sag mir! Ey, ich hab, mein Gehirn tut weh. Ich weiß nicht, wieso. Mein Gehirn ist gut. Danach Sex. Ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern. Ich hab mich mit meinem Schwarm gedatet und ich hab gehofft an dem Abend, also ich hab meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil er noch nicht wusste, was mit mir ist. Der dachte, ich bin ganz normal Frau, hab mich dann mit ihm getroffen, wir waren essen. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe ihm dann eben gesagt, hör zu, ich muss... Ich war ein Mann, Digga. Krank, Alter. Also was heißt krank? Also es ist schon... Der Gedanke ist krank, dass ich mich mal irgendwann mit einer Frau treffe und gesagt so, ey, Bro, ich war mal ein Mann. Ich weiß nicht, was ich da machen würde, Digga. Ich weiß es nicht. Was würdet ihr machen? Das würde mich mal interessieren, Digga. Aber seid tolerant in den Kommentaren. Muss dir da was sagen? Ich bin transgender. Und der hat dann erstmal überlegt, so von wegen, was bedeutet das jetzt so... Mache ich gerade Spaß oder was ist mit mir, ne? Und dann wurde er ein bisschen, wie soll ich sagen, wütend. Der hat dann mich beleidigt als du Schwuchtel und... What the fuck, Digga? Der hat es einfach sehr böse aufgenommen, was mich sehr, sehr verletzt hat. Und er ist dann wütend auch aus dem Restaurant gegangen. Also für mich hat sich das ganz schlimm angefühlt. Ich wurde auch... echt zurückgeworfen und wollte auch erstmal... Bruder, lach nicht, die denken, du lachst dann wegen ihr. Ach so, ne, chill. Ich lach wegen chill. Niemanden chill. Kennenlernen, niemanden daten, weil so ein Gefühl will ich einfach nicht mehr. Was? Also warte mal kurz, sie will sich jetzt mit niemandem mehr treffen und daten? Mhm. Oder will sie die vorher erstmal aufklären? Sorry an den Cutter. Wütend, der hat dann mich beleidigt als
du Schwuchtel, und der hat es einfach sehr böse aufgenommen, was mich sehr, sehr verletzt hat, und er ist dann wütend auch aus dem Restaurant gegangen. Also für mich hat sich das ganz schlimm angefühlt. Ich wurde auch echt zurückgeworfen und wollte auch erstmal niemanden kennenlernen, niemanden daten, weil so ein Gefühl will ich einfach nicht mehr. Okay. Anna Zierhut fragt sich, haben sich Menschen von dir abgewandt? Es konnten sich nicht so wirklich welche von mir abwenden, weil ich damals keine hatte. Ich habe eher Freunde dazu gewonnen. Aha. Montana Speck fragt sich, Montana Black! Ist Transe eine Beleidigung für dich? Ja, safe. Ja. Es ist kein schöner Ausdruck. Ich würde einfach gerne als Frau akzeptiert werden und nicht irgendwie so als, ja, so Transe, wenn man das hört, das klingt so böse. Nach dem Club 5 Uhr, bisschen alkoholisiert, ich stehe da, die haben mich erkannt. Und dann ist so das Standardding, die war doch mal eine Transe und bla bla bla. Aber das stört mich nicht, das geht da rein, da raus und... Digga, mich würde mal echt interessieren, wie sie als Mann aussah. Echt interessant, Digga. Echt interessant. Digi Ritter Tai fragt sich, hast du einen Partner oder eine Partnerin? Ich bin Single, aber wenn ich mir einen Partner aussuchen würde, dann wäre es ein Mann. Ist das dann homosexuell? Ich bin eine Frau, ich stehe auf Männer, ich bin ganz klar heterosexuell. Luisa 310 fragt sich, wie bist du auf deinen neuen Namen gekommen? Ich habe meine Mama gefragt, was wäre denn mein weiblicher Name gewesen, also mein Mädchenname. Chat, entspannt euch. Sie hat gesagt, dass sie hätte mich Giuliana genannt. Ah, stimmt sie. Ich meine, Gina hat nicht funktioniert. Das ist auf Italienisch und heißt Schmetterling. Der Schmetterling ist ja eine Raupe. Und dann, weil Raupe war ja erst was anderes, also eine Raupe war ja Raupe. Und dann mit der Zeit entwickelt sich ja und die Raupe verfällt weg aus dem Kokon und dann wird man Schmetterling und man ist neu geboren. Deswegen nenne ich mich Giuliana, weil ich ein Schmetterling bin. Die Raupe ist sozusagen ich als Junge und hat sich dann verändert. Ich bin ein Genie! Also ist jetzt ganz normal eine Frau. Deswegen der Nachname. Moritz möchte von dir wissen, was ist dein Rat an alle, die sich aus Scham oder Angst noch nicht getraut haben zu outen? Auf jeden Fall braucht ihr eine Bezugsperson. Ich hoffe, es ist eure Familie, weil das ist sehr wichtig, dass eure Familie euch unterstützt. Ansonsten natürlich die engsten Freunde. Und ihr braucht eigentlich keine Angst haben. Seid so, wie ihr sein wollt. Verstellt euch nicht. Leben und leben lassen. Okay, ja, gut. Gut, soll jeder machen, wie er will. Chat, wie fandet ihr das Video? Daumen hoch, Daumen runter. Peace for the world. Wir akzeptieren alles. Ein Hoch auf unsere krassen Ärzte in Deutschland, Digga.